Hi Leute, herzlich willkommen hier in Norwegen. Wir sind auf Senja unterwegs. Senja ist eine relativ große Insel in Nordnorwegen. Wir stecken mitten im Herbst, im September. Und warum ihr dieses Revier hier unbedingt kennen solltet, das seht ihr jetzt. Wahnsinn, was für ein toller Fisch. Wow. Wir können es kaum erwarten, heranzukommen an die tollen Fische, die sich hier rund um Senja tummeln. Ihr kennt das, ankommen, auftäckeln und los, die ersten Würfe und Driften machen, auch wenn der Tag schon langsam dem Ende entgegengeht. Ganz egal, Hauptsache rauf aufs Wasser. Freudige Erwartung. Ja, also ich bin gespannt. Heute, jetzt gilt's auf jeden Fall. Und es gilt natürlich auch, erstmal keine Zeit mit Bootfahren verdammeln. Rum um die nächste Ecke und los geht's. So, wollen wir mal versuchen, ein paar Köderfische ans Band zu kriegen. Wir sind hier an einem Spot, der ist 30 Meter tief. Ringsrum ein bisschen tieferes Wasser. Das sind immer so recht vielversprechende Strukturen. Und ich denke mal, was wir hier erwarten können, sind kleine Seelachse oder Makrelen, und da zuppelt es auch schon. Oh, mal gucken, was da hochkommt. Ich habe so ein kleines Heringspaternoster da dran. Und hier stehen wir anscheinend mitten in so einem kleinen Seelachsschwarm. Ja, und solche Ballermänner sind da auch mit dabei. Das ist wirklich mal eine amtliche Größe für eine Makrele und auch eine amtliche Größe als Köderfisch für eine schöne Platte, hoffentlich. Und ich probiere es dann auch immer mit dem Gummi ein bisschen, weil meistens stehen dann auch noch ein paar vernünftige Dorsche da oder auch Köhler. Naja, hat geklappt. Da kommt er. Schöne Öl. Yo. Richtig klasse. Prima. Abgesehen hatten wir es für den Abend aber eigentlich auf diesen Spot. Das ist hier mal gerade wirklich eine super spezielle Atmosphäre. Wir sind hier relativ dicht unter Land. Hier ist es so 25 Meter tief, sandiger Untergrund und ganz, ganz ruhig, bis auf so ein leises Motorengeräusch im Hintergrund. Und hier plätschert es immer mal wieder so an der Oberfläche. Also irgendwie müssen hier Räuber unterwegs sein, die kleine Fische nach oben treiben. Und hier hat man wirklich so das Gefühl, dass hier jede Sekunde irgendwie was ganz Spektakuläres passieren kann. Wirklich ein ganz, ganz interessanter Platz und eine tolle Stimmung hier gerade. Und in dieser Stimmung wollen wir das hier hören. Uiuiuiui. Oh, das pfeift schön. Ich habe einen toten Köhler am System unten gehabt. Und darauf kam der Einschlag. Sobald ich bremse, auch nur mit dem Daumen oder mit der Hand, dann geht er sofort wieder runter. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt kommt er ein bisschen mit hoch. Oh, jetzt kommt er gut mit hoch. Ja. Ui, 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 ui. Er scheint ganz gut zu hängen mit dem Circle Hook. Perfekt. Und da kommt er. Oh. Yes! Super klasse! Oh, toller Butt, hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Auf Naturköder. Oh, freue ich mich. Richtig, richtig toll. Klasse Fisch. So, ich zeige euch nochmal gerade die Montage, mit der ich den Fisch gefangen habe. Viel einfacher kann man auf Heilbutt eigentlich nicht angeln. Habe ich auch schon häufiger gezeigt. Kommt daher, weil ich sie halt immer wieder einsetze. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als so ein Meter Vorfach ungefähr, 1,0er Stärke, dann kommt hier ein Schlepplei, 350 Gramm schwer, ich habe es immer noch in 500 Gramm dabei, in diesem Fall hier hat es locker gereicht, mal gerade hier 20 Meter tief, und dann kommt noch ein Stück Monofil und am Ende ein Circle Hook in dieser Größe hier, und auf den Circle Hook kommt ein kleiner toter Köhler. Und das war es auch schon. Wie gesagt, super simpel und sehr, sehr fängig. Und noch ein Tipp, bietet euer System ruhig auch an einer zusätzlichen Totenroute an. Das erhöht die Chancen noch einmal. So, wir sind vom flachen Bereich runtergedriftet. Haben so bei 20 Meter angefangen.
sandiger Untergrund und sind mittlerweile auf 60 Meter runter. Und so bei 55 kam eben gerade der Einschlag. Also so richtig ins Zeug legt er sich gerade nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt ist er doch wach geworden, oder? Ui! Holger? Ich glaube, jetzt ist er wach geworden, oder? Ich glaube auch. Und wieder. Und wieder. Das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Er geht wieder runter. Und weiter. Aber eigentlich müsste er gleich mal kommen, so wie ich das hier beurteilen kann. Oh, da kommt er. Geiler Fisch. Was für ein super Fisch. Mega. Da ist er. Oh, yes. Woo. Geil. Oh Mann. Was für ein Fisch. Oh. Ich freue mich. Was für ein toller Butt. Richtig, richtig großartig. Wir sind uns sicher, in diesem Revier werden wir noch weitere Highlights erleben. Wohl nicht umsonst gilt Senja schon lange als echte Insellegende. Sie ist übrigens die zweitgrößte Insel Norwegens, liegt nordöstlich der Lofoten und damit gut 350 Kilometer über dem Polarkreis. Und unsere Basis wiederum, die liegt hier, in Eidet. Eidet Haffiske. Hier wohnt ihr in schicken Apartments direkt am Wasser, gelegen in einer kleinen Bucht. Von hier aus geht es raus in den robusten 19 Fuß Alubooten, ausgestattet mit 50 PS Motoren. In diesem Revier völlig ausreichend. Die Bedingungen sind prima und wir haben uns einen Plan überlegt. Macht Sinn? Denn Möglichkeiten gibt es hier reichlich. Legende Senja, die große Insel in Nordnorwegen, berühmt für wirklich tolle Dorschfänge. Und jetzt im Herbst gerade besonders für große Köhler, die hier reinziehen und in den Sund ziehen. Außerdem eben ein Top-Revier auf Heilbutt, gerade jetzt im Herbst oder im September. Und sonst über das Jahr gesehen ist es einfach ein Top-Revier und sehr windgeschützt. Also wenn man, sobald man in den Sund hineinfährt, hat man oft windgeschützte Ecken. Aber immer auch die Möglichkeit, an die Außenkante zu fahren und wirklich offshore zu angeln, wenn das Wetter entsprechend ist. Wir machen uns auf die Suche nach den großen Köhlern, die Sven angesprochen hat. Auf dem Echolot erstmal nichts zu sehen, aber der Spot ist interessant. Krummes Rütchen. Alter. Und das Unglaubliche ist, wie bestellt, ne? Ja. Also das war tatsächlich wie aus dem Lehrbuch, hier mittendrin. Tiefes Wasser, ein Berg, so 130 Meter. Dann klassisch mit dem Pilger runtergelassen, schnell eingekurbelt, ohne Stops. Und dann mittendrin ist er auf einmal stehen geblieben. Und also ich würde jetzt mal tippen, das ist ein Köhler. Also eigentlich, ja, klassische Nummer. So, jetzt. 70 Meter. So, auf 80 ist er ungefähr gekommen. Und man muss sagen, war ein Versuch so ins Blaue rein, ne? Keine Anzeigen auf dem Echo gehabt. Auf dem Echolot war tatsächlich gar nichts zu sehen, weil normalerweise hofft man ja immer oder sieht man meistens dann so eine Anzahl an Sicheln oder sowas. Aber über diesem tiefen Wasser ist es halt auch oft. Da sieht man gar nichts und dann muss man einfach probieren. Naja, und dann klappt es tatsächlich. Woo! Super! Mega Fisch, Sven. Richtig klasse, Petri. Keule. Aber was für eine. Nächste Granate. Ja, es ist, glaube ich, so das gleiche Kaliber. Er kam jetzt auf
knapp 70 Meter. Also so in der Tiefe zwischen 80 oder 70 und 80 Meter scheinen die jetzt rumzutouren. Und insgesamt sind es hier so 140 Meter Tiefe. Also eher so im Mittelwasser. Und dann auch wieder mit einer normalen Geschwindigkeit hochgezogen, den Pilger, einfach in einer Bewegung. Und dann kommt mittendrin dann einfach der Einschlag. War ein kurzer Anfasser und dann habe ich nochmal angezogen und dann saß er. Oh, 30 Pfund Rute kann gar nicht mal schaden, ne? Also in dem Fall ist das, das sind ja jetzt dann auch noch nicht mal die größten ihrer Gattung. Wenn du die größeren hast, über 10 Kilo, dann brauchst du schon eine 30 Pfund Rute. Also das, dann ist es einfacher. Yes! Was ein Koffer! Super, klasse! Das sind die Burschen, ne? Hui! Boah, was pfeift der ab? Uiuiuiui. Krieg ich gar nicht gehalten. Ist das ein Träumchen? Vor allem bei diesen Bedingungen, ne? Fast Ententeich, ganz ruhige See, blaues Lüftchen, bisschen Sonne hinter den Wolken. Und wir haben den 22. September? Ja. Das ist der Hammer. Ja, und das Ende September. Also wirklich mega. Ein schönes Kalb. Da ist er. Oh, herrlich. Das macht so viel Spaß. Tolle Angelei und richtig, richtig tolle Fische. Was für Ballermänner das sind. Yes. Mega. Next one. Super, klasse. Kleiner Tipp zur Herangehensweise, wenn ihr an einen neuen Spot kommt. Thema Köderwahl. So machen wir das auf alle Fälle immer. Wir fischen unterschiedliche Köder. Sven hat auf Pilker gesetzt, ich habe es auf Gummifisch versucht. Es ist einfach so, nicht jeder Tag ist gleich, nicht jede Situation ist gleich. Oftmals stehen die Fische eher auf Metall und oftmals eher auf Gummi. Heute hat sich rauskristallisiert, dass es Metall war und wenn ihr das erstmal raus habt, dann könnt ihr dementsprechend umstellen und dann ist das eine ganz effektive Geschichte. Ja, mega! Woo. Super, klasse Sven! Wir freuen uns riesig. Auch dieser Plan ist aufgegangen. Der Platz absolut perfekt. Und apropos Platz, wenn ihr euch in einem neuen Revier grundsätzlich erstmal orientiert, haltet Ausschau nach solchen Stellen. Solche Untiefenmarkierungen hier, die sind bei der Spotsuche übrigens Gold wert. Ich meine, Untiefen sieht man natürlich auch auf der Seekarte oder auf dem Echolot, aber diese Markierungen, die fallen natürlich sofort ins Auge. Untiefenmarkierung heißt, klar, flaches Wasser drumherum, meist tiefes Wasser und Struktur. Und Struktur heißt ganz oft natürlich auch Fisch. Hat geklappt. Schön. Super. Gummifisch hat er sich genommen, 17 cm. Prima. Versorgen könnt ihr euren Fisch übrigens direkt im Hafen, auf dem Steg, im Filetierhäuschen. Und reichlich Kühlmöglichkeiten gibt es selbstverständlich auch. Ja, das hier ist eine ganz komfortable Geschichte. Zu jedem Apartment gibt es hier einen kleinen Raum mit Gefriertruhen. 1, 2, 3. Ein bis zwei Truhen stehen da drin. Da könnt ihr eure Floater hinhängen, da hängen die Schwimmwesten, da könnt ihr euer Angelgerät hinstellen. Dann habt ihr das nicht im Apartment. Außerdem könnt ihr auch jederzeit den Servicewagen nutzen, um mal gerade die 200 Meter zum Supermarkt oder aber zur Tankstelle rüber zu fahren. Beides auf dem gleichen Gelände. Hier werden die Bootskanister betankt. Bezahlen geht ganz einfach mit Kreditkarte. Und das geht natürlich auch im kleinen Café nebenan. Da kann man mal richtig gut machen. Schön Stück Schokokuchen und Zitronentart. Käffchen dazu. Der Blick im Hintergrund. Fantastisch. Was will man mehr? Na, vielleicht noch einen richtig schönen Fisch bei dem tollen Wetter. Wir fahren noch mal etwas weiter raus und suchen uns mal richtig tiefes Wasser. Der letzte Plan.
Was war denn das? Das ist ein Boot. Wahnsinn. Wir sind hier auf einem Unterwasserberg. Um uns herum ist das Wasser teilweise bis zu 500 Meter tief. Wir haben uns hier einen Spot rausgesucht, der liegt so im Bereich um 75 Meter. Und wir sind gerade ein bisschen verdriftet, so auf 100 Meter. Wollten eigentlich nochmal die Drift neu ansetzen. Ich habe langsam hochgekurbelt durch die Wassersäule mit einem Naturködersystem. Und dann gab es im Mittelwasser einen brachialen Einschlag. Und das ist echt spektakulär. Oh. Nein, ich werde verrückt. Oh. Junge, Junge, was legt er sich ins Zeug? Er geht wieder runter. Geht wieder runter, geht wieder runter. Einmal gerade ein bisschen durchatmen. Da kann man langsam die Silhouette erkennen. Und es ist ein Boot. Es ist ein Boot, der da im Mittelwasser eingestiegen ist. Wahnsinn, da kommt er. Hammer. Eine Hammerangelei hier. Boah, yes! Oh, was für ein super Fisch. Oh, ich freue mich. Klasse. Richtig, richtig gut. Cool. Super, Holger. Oh. Geil. Wow. Wir sind happy. Ein wirklich perfekter Abschluss einer rundum perfekten Tour. Ja, Leute, den guten alten Spruch, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, wandeln wir mal so ein bisschen ab, denn wir müssen aufhören. Unsere Tour geht leider zu Ende und wenn ihr auch Bock drauf habt, auf diese fantastische Angelei hier vor Senja, rund um Senja, dann könnt ihr das mit relativ leichtem Gepäck tun. Wir haben es zwischendurch schon gesagt, alles, was wir hier im Einsatz hatten, ist im Prinzip eine 30-Pfund-Route mit einer mittelgroßen Multirolle drauf und eine mittelschwere Pilke hatten wir noch im Einsatz mit einer Stationärrolle so im Bereich um 5000. Und das war es auch schon. Mit an Bord immer ein paar Gummifische, die Naturködermontage und ein paar Pilker. Und dann kann es losgehen und das hat ganz fantastisch funktioniert. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss hier oben aus dem hohen Norden. Tschüss von Senja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Thank you.